ganz ehrlich zu sein, ich bin auffällig wie ein Schnitzel, das ich gerade in der Pfanne dreht. Mein Herz rast. Aber naja, mal gucken, ob ich den Vorgänger ein bisschen übertrumpfen kann. Und ich kriege gerade SMS, ob ich noch ein bisschen aufgeregt bin. Ein bisschen scheiße, ich habe bloß die Klingel umgehört. Gut. Ja, also ich bin ja nicht so eine Oberphilosoph und deswegen. Anders? Und das erste Ziel ist halt Vorhandel. Und ich komme euch alle so ein bisschen rüber. Ich habe den Text nicht mal getan, also. Ich wurde vor, dass es zu lang. Okay. Ich fange an. Yo, dachte er, als er ihn sagt. Eines seiner besten Freunde. Johnny kannte ihn schon, seitdem er denken konnte. Eng verbündet, doch dick und dünn waren sie gegangen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Viel Schönes hatten sie sich nicht. Besonders dann, wenn sie bald auch wegen den Kondomstunden neue Geheimnisse gelüftet haben. Aber auch viel Peinliches, bei denen sie manchmal den Boden hätten versinken können, prägen ihre Zweisamkeit. Sie blüßten einander immer mit der gleichen Manipulation. Die sie schon vor Jahren im Geheim verarbeitet haben. Nur zum Wissen, die Eltern wissen das nicht, okay? Also, von daher. Was geht, Digga? Alles fresh in der Höhle? Und wie wäre mir gegen den Blick nach unten zu ihm gerichtet sein? Das haben wir keinen Mann. Wie will ich winken, der nutzt sich dieser Geste? Seines etwas belegten Freundes. Schön, dich zu sehen. Wir müssen dringend, und zwar dringend miteinander reden. Das Ding, was du gerade bei meiner Freundin abgezogen hast, geht gar nicht klar, und das weißt du. Es kam keine Antwort zurück. Seine Miene blieb steif, wenn man ihn kritisiert. Wenn man ihn einfach nur die Meinung sagte, oder nur ehrlich zu ihm war. Er, sein bester Freund, hat ihm eines Mal erklärt, nichts ist härter als die Wahrheit. Und John ist heute zu diesem Wort stehen, wie straff gespannt. Doch auf welche Art entwickelt ihn ihm so sein Freund? Zusammengequinkt wie ein elendiger Wurm stand er da, sein schwarzes, krauses Haar umgekämmt. Wenn ich dich nicht so lieb hätte, wenn ich wie ein Blutsbrüder wärst, angeboten wie ein Vieh, dann hättest du schon lange bei mir verschissen. Wir wollen keine Regung. Wir müssen echt irgendwas dagegen tun. Weißt du, wie ich mir vorkomme? Am liebsten hätte er sein Herz gepackt, ihn so lange stranguliert, bis er blaue Arme laufen würde, doch er blieb es darauf. Er war so wütend. Er hätte Stunden weiter auf ihn anhalten können. Er war so wütend, mit Beschuldigung, Erniedrigung gegen den Kopf schmeißen können. Hingegen kam es sich dabei blöd vor. Es war so, als würde sein bester Freund gar nicht zu hören. Eine Konversation, wie mit Toten, Lasch und Fleisch spielt, welches vor kurzem noch lebte, bevor er mir den ganzen Lebenssaft aussaugte. Resigniert schüttelte er ab, zog seine Unterhose hoch und drückte die Klospülung. Ich weiß nicht, ob das Mann das nicht mehr kann. Ich seid immer gespannt und ich war jetzt von mir. Echt? Ja! Ich habe mein Pimmel, wo er hier ist. Und ja, ich habe ihm halt gern. Ich meine, der gehört zu mir. Und ich war voll lange gespannt und war gerade beim Pissen und mir ist halt der Text einfach gekommen. Und ja, ich meine, das Leute dann halt ausgeschaut, als. Ja, als hätten 5000 Penner hier gelaufen und geschissen und so. Aber mein, was gibt's? Mütter, Mama, ich hab ihn lieb. Ich war nicht da, aber. Trotzdem Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jo! Hey! Hey!